So, hallo und herzlich willkommen auf dem Fahrradkanal. Ja, es ist heute der 17. April 2023. Ich bin jetzt hier in der Nähe vom Rombergpark und ja, ich wollte jetzt mal mein Radtürchen starten. Es geht so circa 47 Kilometer, ist der Rundkurs. Und wir werden auch an der Emscher ein Stückchen vorbeikommen. Ich hoffe, wir schaffen das noch, weil es ist jetzt nämlich schon ein Viertel nach drei, also 15.15 Uhr. Und eigentlich könnte die Tour circa 3 oder 4 Stunden dauern. Es wird vielleicht also auch schon ein bisschen dunkel. Ja, eine Karte blende ich natürlich wie immer ein, über mich drüber, rechts, links, oben oder unten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich wieder begleitet und denkt an ein Abo und einen Daumen hoch, wenn ihr Spaß oder Freude an dem Video gehabt habt und euch das gut gefallen hat. Also in diesem Sinne würde ich sagen, auf geht's. Hallo, jetzt auch hier von Schneidetisch aus nochmal. Ich unterquere hier schon eine ehemalige Bahntrasse, die über mir, wenn man jetzt rechte Hand fahren würde, da oben drüber ist nämlich auch schon ein Radweg, also die ehemalige Bahntrasse ist zum Radweg umgebaut. Und da käme man auch geradewegs zum grob Richtung Phoenixsee. Hier geradeaus vor mir geht es eigentlich zum Landesstudio des WDR geradeaus. Wäre es weitergegangen, dann wäre man zu diesem Landes- bzw. Stadtstudio in Dortmund gekommen. Ja, wir sind jetzt hier schon schnurstracks weiter unterwegs. Das müsste jetzt hier schon quasi an der Emscher sein. Mehr oder weniger immer so ein bisschen hier an dem Einzugsgebiet der Emscher. Ja, die Wege sind auch nicht immer unbedingt gerade super asphaltiert, wie man hier sieht. Hat es einige Löcher im Teer. Aber okay, man will ja nicht meckern. Es geht hier schön durch den Wald. Ja, ist alles hier so ein bisschen recht schön grün bewaldet. Und ja, und hier parallel zur Emscher sind noch so ein paar andere kleine Nebenbächlein, sage ich jetzt mal. Wie die alle heißen, fragt mich jetzt nicht. Hier steht was von Übelgünne und Übelgünne Nebenarm und Bolmke und hast du nicht gesehen. Keine Ahnung. Ja, hier dann schon mal wieder eine Kreuzung. Das könnte jetzt hier der Krückenweg sein, nehme ich mal an, mit Straßenbahn, Querverkehr und ja, also wie gesagt, es geht hier heute 47 Kilometer roundabout, ohne sich zu verfahren, mit Verfahren. Ich habe mich immer mal doch so ein bisschen hier auf meinen Auskundschaften, ausbaldowerten Schleichwegen ein bisschen verfahren. Also wer den Komoot-Link, den ich unter dem Video immer einfüge, sofern ich den nicht gerade mal vergessen habe, werdet ihr den dort finden. Und da könnt ihr euch dann entsprechend orientieren, beziehungsweise könnt ihr euch den GPS-File runterladen. Ja, jetzt geht es hier mal ein bisschen in Zeitraffer, weil da war so ein bisschen tricky an der Stelle, da wo der Knotenpunkt war. Musste ich eigentlich genau gegenüber hier diesen Schleichweg parallel einer ehemaligen Bahntrasse radeln. Ja, war auch ein bisschen beschwerlich, geht immer mal ein bisschen rauf und runter. Hier eine Gartensiedlung oder Strebergarten oder was auch immer. Manchmal sieht das ja schon fast aus wie Ferienhäuser.
für meine Begriffe. Aber so ist es halt, wenn man dann entsprechend Schleichwege, also nicht alle Teilstücke hier an der Emscher sind erste Sahne, kann man so nicht sagen. Ich habe gedacht, ja, man hätte da schon viel gemacht und getan. Es ist ja einiges durch die Medien gegangen, dass der Emscher Radweg und die Emscher bzw. die Emscher renaturisiert wird. Aber ich sag mal so, so viel kann ich schon verraten. Übrigens hier gerade zu linken schön der Blick mit den gelb blühenden Blümchen. Hier der Kollege muss wohl sein Radgepäck ein bisschen umstecken und umorganisieren. Also wie gesagt, davon habe ich jetzt so nichts wirklich hier zumindest im Dortmunder Westteil. Habe ich da nicht so wirklich den Eindruck gehabt, jo, das passt und da ist wirklich was passiert. Von wegen die sogenannte Köttelbecke, wie meine Frau immer sagt, die kommt nämlich aus Essen. So viel darf ich mal verraten an der Stelle. Also von der Emscher, die früher immer viel gestunken und gemieft hat, die übrigens auch mal wieder eine schöne Gartensiedlung, Strebergarten, wie man so volksmundmäßig sagt, oder wie heißt das, Laubenpieper-Siedlung, na, da gibt es sicher zig Bezeichnungen für. Ich weiß auch gar nicht, wo die jetzt war. Ist immer ein bisschen schwierig im Nachhinein, das alles so einzuordnen und nachzuvollziehen. Ja, gerade rechts war ein Schild, Emscher Radweg, und hier ist dann auch schon die Unterquerung hier bei Dortmund-Dorstfeld. Da ist es denn auch nicht sehr weit bis zum Dortmunder Hauptbahnhof, der von hier aus nur ein paar hundert Meter, denke ich mal, Richtung Osten liegt. Also da oben drüber sind sehr viele entsprechende Bahntrassenstrecken. Jo, und dann sind wir auch hier schon am nächsten Knotenpunkt bzw. Überquerung einer größeren Straße. Fragt mich jetzt nicht, wie die heißt. Ihr habt ja gerade gehört, recht laut dort. Und ja, die Emscher, wie gesagt, immer hier jetzt zur Rechten. Und an dieser Stelle hier, da werde ich jetzt die Strecke, das Teilstück, was ich jetzt hier auf dem Hinweg schon an der Emscher entlang geradelt bin, verlassen. Und dann hier die Mallinckrottstraße, so heißt das. Die ist jetzt hier voraus, gerade über mir, die Überführung. Sieht fast aus wie eine ausgebaute Autobahn. Und diese autobahnähnliche Aus- und Abfahrt, Auf- und Abfahrt, da fahre ich jetzt hier so ein Stückchen im nördlichen Teil parallel zu, um dann hier in den entsprechenden, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie der heißt, aber gerade finde ich nicht den Namen, in den gewissen Park zu gelangen. Ja, gerade war ein bisschen blöd, man muss dann unten drunter her. Direkt neben den ja, neben der Mallinckrotter Straße oder wie auch immer die heißen mag. Das ist schon verdammt laut, muss man schon sagen.
Ja, wie gesagt, das ist jetzt hier der der Revierpark Wischlingen mit dem entsprechenden Park. Da gibt es ja auch einen Badestrand. Das habe ich so hier so aus dem Augenwinkel nach rechts hin gesehen. Muss man hier jetzt mal gucken. Genau, hier die Kamera. Wird sicher im Sommer sehr viel los sein von den Einheimischen hier, von den Dortmundern. Weiß gar nicht, ob der Eintritt frei ist, keine Ahnung. Ja, das ist dann auch hier, wie gesagt, Hallerei Naturschutzgebiet, schließt sich dann da weiter südlich von an. Ja, wie gesagt, ab diesem Revierpark bin ich eigentlich immer so in Richtung Westen unterwegs. So Naturschutzgebiet, grob Naturschutzgebiet Dellwiger Bachtal. In die Richtung kann man sagen, bin ich grob unterwegs. Und ja, ihr seht, das ist landschaftlich auch alles recht schön. Ihr wisst ja, ich bin ja immer bemüht, möglichst autofreie oder ganz wenig befahrene Straßen zu radeln. Bis auf eben dann halt mal solche Stellen. Aber okay, das ist halt so. Leider sind ja die wenigsten schönen Bachtäler, grüne Täler, gerade so in den Städten schon recht wenig, wenn es ja nicht gerade die Mosel, die Lahn oder die Wupper ist, die so mitten durch irgendwelche Städtchen verlaufen und dann entsprechend ja schon als grün Band oder grünes Band von der Stadtentwicklung her, von der Historie irgendwie beibehalten worden sind. Von daher ist das immer ein bisschen schwierig. Ja, hier ist denn auch zur Linken Schloss Haus Dellwig genannt. Scheint wohl auch eine größere Anlage zu sein, die sicher auch sehenswert ist. Ich habe jetzt hier auch gesehen, gerade da ist gerade ein Schild mit einer Veranstaltung für Ende April. Also wer es noch nicht weiß oder aus der Ecke oder da gerne hin möchte, der kann das im Internet. Ich habe es da auch mal so ein bisschen nachgelesen. Ja, die Leute sahen so gerade so ein bisschen ganz überrascht aus, als ich daher kam. Deswegen habe ich die mal so drin gelassen. Ja, und hier sind wir auch schon an der Zeche Zollern. Ich fand das Fördertürmchen da schon, ich weiß gar nicht, bin kein Zechenmensch. Ich weiß gar nicht, ob das nicht eigentlich der Zechenfahrstuhl ist für die Leute, für die Männer, für das Material, was da so rauf und runter befördert werden muss. Auf jeden Fall eine sehr schöne Anlage, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich habe leider das Pech gehabt. Das war ein Montag und leider war das LWL heute leider zu. Ich weiß nicht, das sind ziemliche Spiegelungen da, gerade auf dem Öffnungszeitenschild. Ich habe hier mal durch die Kamera durch die Stangen gehalten. Sehr schöne Anlage mit schönen Backsteinen. Finde ich toll, dass man die erhält und besichtigen kann. Also man kann da rein, da gibt es auch, glaube ich, ein Café. Hat aber, glaube ich, auch montags zu. Ja, hier links eine alte, viele sagen immer Zechenbahn. Ich weiß nicht, ob das alles Zechenbahnen waren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine schöne fachwerkartig gebaute Stahleisenbahnbrücke. Ich bin ja immer so ein bisschen Fan von sowas. Ich finde das immer faszinierend und gucke mir sowas auch sehr gerne an und finde es dann natürlich auch ganz toll, wenn sowas dann auch vor allen Dingen vielleicht dann auch noch mit integriert würde in ehemalige Bahntrassen, die dann zu Radwegen umgewidmet wurden. Ja, hier links blüht, glaube ich, wohl schon der Raps. Und auch hier zur Rechten die
schönen hellblühenden, ich nehme mal an, das sind dann schon auch Obstbäume. Tja, ich habe mir dann hier in, das ist wohl Castro Brauxel, ein Ortsteil hier, wie heißt das? Castro Brauxel Schwerin, glaube ich. Ich hoffe, ich habe es richtig gelesen. Oder Schweren? Schwerin, glaube ich. Okay. Da habe ich mir dann mal ein Teilchen geholt. Ja, hier kam ich an einer Ladestation vorbei. War leider wohl nicht für ein E-Bike geeignet. Und außerdem war sie, glaube ich, auch außer Betrieb. Ja, nun bin ich grob gesagt auf dem Weg Richtung Norden. Ja, hier Unterquerung der A42. Ja, das müsste dann hier Deinigshausen sein. Nehme ich mal an, wenn ich das richtig hier lese. Deinigshausen. Ja, und hier denn. Ob das wohl der RRX war, könnte gewesen sein. Auf jeden Fall war der ganz schön flott unterwegs. Ja, das ist jetzt hier ein Stückchen Naturschutzgebiet Bärenbruch, glaube ich, so heißt es. Hier rechts ein bisschen Fachwerk und hier die nächste Ladestation. Wahrscheinlich auch nicht unbedingt gerade für E-Bikes geeignet. Ja, nun bin ich jetzt hier wieder an der Emscher im Norden, ziemlich nördlich. Naturschutzgebiet Menge der Heide heißt das hier wohl. Und hier ist dann auch Emscher, Auen, Castrop, Brauxel steht hier dran. Komoot hat jemand dran geschrieben, ein Highlight hingemacht. Da kann man auch Kaffee trinken, da ist wohl so eine Art Naturschutzhof. Ja, da kann man sicher auch mal schön Kaffee trinken. Ja, hier wollte ich eigentlich weiterfahren, aber leider ist der Radweg da wohl noch nicht fertig. Also, liebes Komoot, das war nicht gut, dass ihr das da als Teilstück schon eingezeichnet habt und dass ich das auch so verplanen konnte. Weil das Teilstück ist nämlich nicht, habt ihr ja gesehen, war gesperrt. Wäre schön, wenn man das, also ich habe in Komoot schon mal festgestellt, dass wenn wegen Hochwasser oder irgendwelche Straßen gesperrt sind, dass man die dann auch gar nicht planen kann, dass man da die Linie gar nicht ziehen kann, also für den Radweg, den man plant. Aber hier hatte ich das eigentlich drauf, deswegen, liebe Fahrradkanalfreunde, wenn ihr den Komoot-Link benutzt. Ich werde wahrscheinlich zwei einfügen. Einen, so wie ich gefahren bin. Da müsst ihr gucken. Da sind natürlich auch noch ein paar Fotos dabei. Die könnt ihr euch anschauen. Und nur diesen Link, wie ich gefahren bin, da sieht man natürlich auch immer, wie ich mich verfahren habe. Ja, hier bin ich dann endlich wieder auch auf dem Emscher-Radweg, nachdem ich da so einen großen Umweg fahren musste, weil das da, wie gesagt, gesperrt war. Wie gesagt, mache ich zwei Links rein für nach Komoot. Einmal die Route, wie ich sie gefahren bin, und einen zweiten Link, so wie ich sie geplant habe. Welchen ihr dann davon benutzen möchtet, bleibt dann euch überlassen. Also wie gesagt, so wie ich gefahren bin, kann man natürlich fahren, weil wie gesagt einige Stellen da noch gesperrt sind. Ja, hier ist jetzt schon der nächste Highlight-Punkt. Ja, das ist jetzt Gut Königsmühle. Und lecker Erdbeerplunder mit Kaffee. Lecker, lecker. Ja, da gibt es eigentlich auch ein
kleines, weiß ich nicht, Selbstbedienungscafé oder was auch immer. Lecker Käffchen getrunken und einen schönen Erdbeerpuddingplunder gegessen und genieße jetzt noch ein bisschen die Sonne. Und dann sind es auch nur noch roundabout 10 Kilometer hier von dem schönen Hof aus bis zum Parkplatz, wo ich mit dem Auto geparkt habe, am Rombergpark. Genau. Und ja, gleich schauen wir uns hier nochmal in der Runde in dem Karree um. Und dann mache ich mich auch weiter auf dem Weg zurück, weil die Sonne geht ja noch relativ schnell unter. Also, später Kaffee, aber lecker. Ja, was ich hier so im Internet zusammenfassend sagen kann, das ist hier ein 12 Hektar großer Gutshof mitten im Grünen. Da können die Kinder die Natur und Gemeinschaft unbeschwert erleben, steht hier nachzulesen. Googelt's einfach mal nach. Ich muss das ja jetzt nicht hier alles vorlesen. Öffnungszeiten werdet ihr dann da auch finden. Und also da gibt's, wie gesagt, unter Google sehr viele schöne Informationen und auch einen Lageplan, eine Karte, wo man alles sehen kann, sehe ich hier gerade. Ich gucke hier gerade mal parallel. Ich habe den Innenhof hier mal gerade so umrundet. Also für die Kinder ist das hier eine ganz tolle Sache, würde ich sagen. Steht hier für Schulen, Kitas und Vereine. Und ich glaube, da gibt es auch einen Kindergarten. Könnt ihr ja mal ein bisschen reinschreiben, was da sonst noch so alles gibt. Da ist auch hier steht Help and Hope Stiftung Gut Königsmühle. Ja, ich bin denn, hab mein Käffchen, gut, dass ich mir den vorher da unterwegs beim Edeka geholt habe. Entschuldigung, keine Schleichwerbung. Und mein Erdbeer-Pudding-Plunder-Teilchen mitgenommen habe. Ja, montags ist natürlich ein bisschen schlecht, ne? Gut, als Rentner, mir sind eigentlich die Tage wurscht, die Wochentage. Ich gucke immer, wenn das Wetter schön ist, dann radel ich halt los. Wie ihr seht ja, wunderschönen, schönen blauen Himmel, fast wolkenlos, dann doch hinterher. Im Gegensatz zu dem, als ich gestartet bin, habe eigentlich fast gar nicht mehr damit gerechnet, dass es doch noch so schön wird. So, ich bin dann schon wieder unterwegs. Ja, leider ist da ab dem Gut Königsmühle auch schon wieder hier in Google Maps sogar und in Komoot ein Radweg eingezeichnet, der parallel der Emscher verläuft. Ist aber leider nicht so. Und so muss ich mich jetzt hier auch wieder ein bisschen auf ein Stück Landstraße rumquälen und das Ganze ein bisschen umfahren. Aber es sind dann doch immer nur relativ kurze Stücke und alles ist okay. Ja, ihr seht, unterwegs und jetzt geht's von, wie gesagt, entlang hier immer der Emscher wieder runter. Hier vom Norden, ganz im Norden, Nordwesten, an der Stadtgrenze von Dortmund und Castrop-Rauxel runter an der Emscher Richtung Süden, wieder Richtung Ausgangspunkt. Tja, wie gesagt, ihr findet unter dem Komoot-Link, wie ich die Tour geradelt bin, findet ihr dann auch immer noch ein paar Bildchen, die ich hier und da an gewissen Stellen gemacht habe. Ja, hier ist dann leider auch wieder so eine Stelle, wo man, tja, direkt neben der Straße radelt. Aber gut, es ist wirklich noch neben der Straße. Was ich so ein bisschen schlecht finde, sind solche aufgepinselten Radwege mit ein paar Strichen einfach auf der Fahrbahn abgeteilt.
Das finde ich immer ganz besonders prickelnd. Man hätte vielleicht rechts da den Rasen mal wegmachen können und einen vernünftigen Rad- und Fußweg. Aber naja, gut, da will ich jetzt nicht näher weiter drauf eingehen. Da hätte man vielleicht ein paar Euros mal in die Hand nehmen müssen. Aber so what? Mehr sage ich da nicht zu. Ja, rechts seht ihr immer dieses Emscher-Schild. Ich habe also auch vor, in Zukunft immer mal wieder so Teilstücke an der Emscher lang zu radeln. Um einfach mal zu schauen, wie gut oder wie schlecht kann man an der Emscher lang radeln. Vor allen Dingen auch im Mündungsgebiet soll sich ja wegen Renaturierung viel getan haben. Und naja, ich werde das dieses Jahr immer mal hin und wieder machen. So, hier ist eigentlich die Stelle, wo ich auf dem Hinweg abgebogen bin. Wie gesagt, ist ja nicht ein ganz kompletter Rundkurs. Hier übrigens links, wenn mal einer weiß, was das für ein Ding ist, sieht aus wie so ein Ton, aus Ton gebauten Hochofen. Weiß nicht, konnte man glaube ich auch reingehen. Leider hatte ich jetzt nicht so viel Zeit, weil es schon so spät war und kurz bevor es dunkel, ich wollte noch im Hellen am Parkplatz ankommen. Deswegen habe ich dann so ein bisschen Gas gegeben. Ich bin auch schon mal ein bisschen im Kommentieren ein bisschen still, damit ihr mal den O-Ton hören könnt, wie laut das ist. Ja, hier wieder die Unterführung unter Dortmund Dorstfeld, wo auch eine Bahnstation da irgendwo hier um die Ecke. Dortmund Dorstfeld Bahnunterführung. Genau. Ja, das wird jetzt auch schon ein bisschen dunkel hier. Genau, wird jetzt auch schon ein bisschen mal Licht. Duster. Ja, ich habe jetzt auch nicht den ganzen Rückweg, das habt ihr ja jetzt schon auf dem Hinweg gesehen. Da bin ich auch her. Ich habe noch mal so ein paar kurze Einblendungen, ein paar kurze Szenen hier von meinem Rückweg drin. Aber wie gesagt, nichts mehr Großartiges. Von daher noch mal aus der anderen Perspektive. Ja, hier nochmal der Blick in den Abendhimmel. Ein paar Wölkchen sind da, aber eigentlich noch ganz gut. Ja, hier war die blöde Stelle, wo ich anhalten musste und runterschieben. Und hier ist noch ein schöner Kiosk. Den hat man aus der anderen Fahrtrichtung auch nicht so schön gesehen. Tja, wie gesagt, ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal langsam. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vor allen Dingen euch dazu ein bisschen animiert, selber aufs Rad zu setzen und rauszugehen und einfach mal loszufahren. Radfahren ist wirklich toll. Ich kann leider nicht mehr so gut zu Fuß laufen. Geht zwar noch, aber dann tut mir doch die eine oder andere Hüftgelenk weh. Für mich ist Radfahren eigentlich die ideale Freizeitbeschäftigung, Betätigung, die etwas sportlich ist. Wie gesagt, winke, winke, lasst ein Abo da und einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sage ich mal und tschüss.